So, wenn mein Sänger mal aufhört hier rumzupiepen, dann könnte ich auch mal das Video starten hier. Ja, erstmal guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt hier nicht alleine unterwegs, habe noch einen dabei, der mit mir eine schöne Abendrunde dreht. Guckt euch mal den schönen Sonnenuntergang an. Und haben kläglich versucht, unsere Intercoms zu verbinden. Ich habe einen Sena, der irgendwas anderes. Und ich habe es nicht hingekriegt mit meinem SF2. Keine Ahnung. Ich habe extra den Helm, den alten Helm, genommen, damit ich Dual-Vlog aufnehmen kann. Aber wir haben die Verbindung einfach nicht hingekriegt. Also schade, schade. Und wollten jetzt aber auch eigentlich fahren. Also, ja, der war auch bei meinem Ride-Out dabei. So, ich weiß gar nicht, ich erzähle hier und weiß gar nicht, ob der überhaupt meinen Ton aufnimmt. Und ja, fährt auch noch nicht so lange Motorrad. War seine erste Ausfahrt mit mehreren Leuten oder überhaupt mit jemand anders. Und dann habe ich da einfach angeschrieben, jo, fährst du heute noch, hast du Bock? Sagt er ja. Fantastisch! So, entweder war es mein Auspuff oder meine Fußrasten sind in der Kurve aufgesetzt. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen die BMW fahre, habe ich wieder gemerkt, wie geil Kurvenfahren ist. Und jetzt mit der hier werde ich sofort wieder in die Schranken gewiesen. Ich hoffe nicht, dass es der Auspuff war. Jeder Kratzer kostet Geld. Da lasse ich jedes Mal ein paar Euro auf der Straße liegen. Ja, und eine Jacke hätte ich mir mitnehmen sollen. Ja, vorhin war es halt noch richtig heiß. Boah, aber der Anblick, richtig schön. Oh, ist das schön. Ja, ich bin die ganze Woche mit dem Motorrad auch zur Arbeit gefahren, zur Nachtschicht. Und hatte jeden Abend diese Ansicht, mal mit der Harley, mal mit der BMW. Und ja, ist schon cool. Morgen mache ich eine Tour in die Eifel mit meiner Frau, aber mit der BMW, nicht mit der Harley. Weil eine Eifel, schöne Kurven. Will ich mir keine Sorgen machen um das Motorrad hier oder komme ich um die Kurve oder muss ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Also morgen geht es mit der BMW Richtung Nürburgring, ne, genau zum Nürburgring sogar. Und da werden wir uns da in Adenau an dieser berühmten Bistro-Kneipe oder Bistro-Café oder was das ist, werde ich mir auf jeden Fall eine schöne Currywurst reinziehen. Ich war selber noch nie da, bin so oft schon vorbeigefahren und in der Ecke und überhaupt wollte ich schon mal gern zum Nürburgring. Und da haben wir gedacht, komm, machen wir das mit der BMW morgen. Und da schauen wir mal. Boah. Ah ja, genau, ich habe mir einen neuen Helm gekauft. Den habe ich jetzt aber nicht auf, weil ich ja eigentlich Dual-Vlog aufnehmen wollte. Und ja, Trikes grüße ich auch. Definitiv. Apropos grüßen. So ein bisschen, hatte ich so ein bisschen im Kopf. Meistens mache ich mir ja so Gedanken über, ja, was könnte man noch so für Videos machen oder was geht dir so gerade durch den Kopf und so, dadurch, dass ich ja jetzt auch eine BMW fahre. Oder nee, nicht nur deswegen jetzt, aber es sind halt so Sachen, so Veränderungen, die er mitkriegt mit der Zeit bei mir. Habe ja auch schon mal ein Video gedreht mit Warnwestenfahrer, grüße ich nicht und so. Da bleibe ich auch immer noch bei. Jemand, der so eine billige ADAC-Warnweste trägt, die eigentlich für Unfälle gedacht ist und damit Motorrad fährt, den grüße ich auch immer noch nicht. Manchmal muss ich gestehen, passiert es mir aus Reflex, aber wenn ich jetzt bewusst darauf achten würde, dann würde ich keinen Warnwestenfahrer, also ne, diese Unfallwarnweste. Ich rede jetzt nicht hier von dieser Motorradfahrwarnweste oder ist ja dann keine Warn, die hat ja halt helle Reflektoren, aber sollte man schon unterscheiden und das haben auch viele von euch falsch verstanden da draußen. Merke ich häufiger bei Gesprächen oder unter Kommentaren oder wie auch immer. genauso wie, ich grüße auf jeden Fall auch 125er, was auch viele nicht machen. Ich glaube, das habe ich früher selber auch nicht gemacht. Aber ich denke mir, jeder oder sehr viele, nicht jeder, fängt halt mit einer 125er dann an oder viele fangen mit einer 125er an. Und die fahren halt auch Motorrad, auch wenn es nur 125 Kubik sind, können aber die gleichen ja, Abenteuer erleben wie wir mit den großen Maschinen. Beste Beispiel Christian aus Leipzig, wie ihr meinen Rideouts gesehen habt. Und ja, deswegen, wenn man da junge Leute sieht, nehmt die mit in euren Bubble auf oder lasst sie mit teilhaben.
an der Motorradszene und dann werden sie, wenn sie Bock haben, den Schritt weitergehen und die großen Maschinen fahren. Und um das nur so nebenschwellig damit zu motivieren, gibt auch den einen oder anderen, der sagt, ja, nee, 125 hat mir gereicht, ich habe da keinen Bock mehr drauf, gut. Aber wenn da einer Bock drauf hat, den direkt reinzulassen in die Motorradszene und fertig. Die haben sich verfahren oder was? Ja. Boah, richtig schöner Sonnenuntergang. Wann bin ich das letzte Mal bei so einem Sonnenuntergang Motorrad gefahren oder überhaupt draußen gewesen? Immer nur zur Arbeit gehen oder um die Zeit bin ich schon im Bett oder ich bin noch auf der Arbeit um die Zeit. Und wenn ich rauskomme, ist entweder alles vorbei oder ich liege im Bett oder boah. Deswegen ist das gerade echt ein geiles Gefühl, schön bei so einem geilen Wetter durch die Gegend zu fahren. Muss schon sagen, mein neuer Job ist geil. Also ich arbeite da gerne. Mit nur das Schichtmodell, was wir haben, ist halt richtig, richtig kacke. Jetzt genieße ich noch mehr solche Momente hier, solche Zeiten. Und ich fahre auch sehr viel in letzter Zeit, auch wenn es nur zur Arbeit ist und nach Hause. Dann fahre ich auch manchmal extra 15 Kilometer mehr, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich habe halt das Glück, keinen weiten Arbeitsweg zu haben und kann einfach, ja, wenn ich sage, ich bin ein bisschen früh dran, dann fahre ich einen Umweg, der mich nicht stört. Ja, ich muss mal gucken, mache mir auch schon Gedanken um den nächsten Rideout, um eine Strecke und so. Ich möchte etwas andere Strecke mal einbauen. Hab da schon ein paar coole Teilstrecken letztes Mal abgefahren. Muss ich mir mal mit meiner App zusammenbasteln. Genau, neuen Helm habe ich mir gekauft. Auch HJC, weil die sitzen bei mir wie Arsch auf Eimer. Also mein Kopf ist auf jeden Fall HJC prädestiniert oder wie sich das schimpft. Und dann habe ich mir noch ein neues Intercom dafür geholt, damit das hier dranbleiben kann. Damit ich, wenn es klappen würde, Dual-Vlogs machen kann. Aber irgendwie haben wir das einfach nicht hingekriegt, wir voll deppen. Aber was ich sagen wollte, bei meinem neuen Helm, das Intercom, das ist halt direkt so eng. In meinem Helm ist es halt aufgesetzt sozusagen. Boah, geht noch. Ja, du hast ja auch die Jacke auf. Das ist ganz schön frisch, hat aber die Jacke auf. Ja, ist aber auch ein bisschen frisch ohne Sonne, das stimmt. Was haben wir vielleicht? 23, 22 Grad. Und Gott sei Dank kühlt sich das jetzt wieder ein bisschen ab. Aber die Woche jetzt, wir hatten ja jetzt die Woche ja, 30 Grad, so ein paar Tage gehabt. Das war schon schön. Definitiv. Egal. So. Helmgeschichte weiter, Akku ist noch da. Ah, komm, viele schöne Mopeds unterwegs heute. Und genau, ich habe ja den HJC 1i71 habe ich mir gekauft. Diesmal nicht ganz so teuer wie den ich jetzt aufhabe. Ja, und genau, den i71 habe ich mir geholt. HJC ist, glaube ich, auch ein recht neuer Helm. Der hat diese Smart HJC-Vorbereitung der zweiten Generation. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm. Habe erst geguckt, ich wollte sowieso ein neueres Szener haben mit Mesh. Erst hatte ich mir überlegt, für das hier, was ich hier habe, ich habe ja das Szener SF2, das habe ich damals, ach das 2018, 2019, im Dual-Paket geholt für mich und meine Frau und da funktioniert es auch super. Ja, aber geht halt auch nur so und ich kann keinen zweiten oder dritten anderen, glaube ich, einbinden, meine ich. Und hat aber so jetzt die Jahre gut funktioniert. So. Ob ich jetzt mehr brauche, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich dachte mir, wenn der Helm dann schon diese Möglichkeit hat und dann muss ich auch nie umbauen, wenn ich den anderen Helm aufhab, holst du dir von HJC das Smart 50B, also das Größte, was quasi auch ein 10er ist und auch das 50B, ja, eigentlich das 10er 50B ist oder wie die sich schimpfen. Was auch irgendwie 350, 370 Euro kostet. Ich habe es dann aber in Holland bei einem Laden, ich glaube, der heißt Biker Outfit, gesehen für 200 Euro, neu, komplett, mit Garantie, also bei einem ganz normalen Händler und hab dann zugeschlagen, weil für 150 Euro weniger, ja, also erst habe ich gedacht, das holst du dann irgendwann Ende des Jahres oder so, oder irgendwann, nicht weil ich kein Geld habe, sondern ich war mir jetzt einfach zu geizig da,
so viel Geld dann jetzt wieder auszugeben, weil ich habe ja auch jetzt noch zwei Helme gekauft. Ich habe für meine Frau auch noch einen neuen gekauft. Und dann habe ich aber das da gesehen, 150 Euro gespart. Dann habe ich ihren Helm dann auch, also den habe ich dann bei Polo oder Louis, weiß ich gar nicht mehr wo, storniert, weil ich den da 30 Euro günstiger gekriegt habe, habe ich den dann da bestellt. Und so habe ich halt aber 150, 70, ich glaube locker 180 Euro gespart und das ist eine Stange Geld. Und dann habe ich gedacht, ja, oh, sieht das geil aus. Genau, und dann habe ich halt zugeschlagen, nebenbei noch 180 Euro gespart, als wenn ich das jetzt hier bei Louis gekauft hätte oder überhaupt hier in deutschen Händlern und Webseiten. Ohne Sonne wird wirklich frisch. Wenn wir irgendwo gleich mal einen Stopp machen, meinen zweiten Pulli anziehen müssen. So, ich blinke schon mal, damit der Bescheid weiß. Und ja, was mir dann aber eingefallen ist beim Einbau oder aufgefallen ist, dass ich dort gar kein Dual-Vlog-Setup draus bauen kann, weil diese Smart HJC, diese ganze Geschichte, erklär mal eben, wie ich das hier bei meinem jetzigen SF2 habe. Ich habe ja dieses Gerät, was an der Seite dran ist, mit den drei Knöpfen, also die Steuereinheit, wo auch der Akku und alles drin ist. Und daran schließt man dann halt das Mikrofon an, was du hier vorne hinlegst. Da kannst du halt so ein kleines zum Kleben für die normalen, also Integralhelme, oder ein mit Schwanenhals für einen Klapphelm oder für einen anderen Helm auf jeden Fall. So, der Stecker ist überall gleich. Und dann kann ich bei mir, was ich jetzt hier gerade aufhabe, noch die Lautsprecher, quasi die Kopfhörer, hat normal Klinkenanschluss. Deswegen konnte ich das halt so bauen, dass man das bei euch in den Videoaufnahmen sieht. Genau diese Anschlussmöglichkeit habe ich beim HJC nicht. Da sind die Lautsprecher von dem Intercom direkt verbunden mit der Steuereinheit. Das heißt, würden die jetzt kaputt gehen, dann habe ich gar keine Möglichkeit, die auszutauschen oder wie auch immer. Dann müsste ich da wahrscheinlich löten oder keine Ahnung. Also ich habe da keine Möglichkeit gesehen, die Kabel da zu lösen. Hat keinen Klinkenanschluss. Deswegen habe ich da irgendwie, also muss ich mir da noch irgendwas überlegen, denn in Zukunft möchte ich ja den neuen Helm auch tragen, weil der hat auch Sonnenblende, Sonnenvisier und all das. So wie ich das jetzt habe mit Sonnenbrille, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Ich habe ja hier sonst immer schwarze Visier, ist aber gerade so wie jetzt, dann ist es schon zu dunkel und ich sehe fast nichts mehr. Deswegen habe ich mir einen anderen Helm geholt. Und ja, habe jetzt hier gerade das klare Visier, neues Pinlock reingemacht und alles mit Sonnenbrille. Und ne, aber wurde auch einfach mal von den Jahren her Zeit, auch mal für einen neuen Helm, damit ich den jetzt hier auch nicht aufbrauche oder kaputt mache oder so, dann kann ich den irgendwann mal ab und zu mal rausholen. Aber möchte natürlich Videos ja dann auch mit dem neuen Helm aufnehmen demnächst. Hab mir schon von Shin Mounts extra so ein GoPro, also Action Cam, für ganz vorne am Kinn hier. Nicht mehr seitlich, was ich hier habe, sondern ganz vorne. Ja, was auch 35 Euro gekostet hat, so ein scheiß Ding. Kommt aus den USA, muss ich also auch noch ewig warten da. Bisschen Palaver machen. Und also Kurven gehen auch. Wenn es so langgezogene, schnelle Kurven sind, dann geht's klar. Aber jetzt so enge Kurven mit der Harley, das kannst du vergessen. Also ja, also die nächsten Vlogs, ich meine, Dual-Vlog mit meiner Frau oder so. Ich habe ja zwei Funkmikrofone von DJI und darüber wird dann aufgenommen. Was natürlich jetzt cool gewesen wäre, weil mein neues Intercom im neuen Helm Mesh hat und auch Open Mesh, auch das irgendwie alles mal mitzunehmen, irgendwann mal in der Zukunft. Und da muss ich halt überlegen, wie ich das bewerkstelligen kann. Ob das irgendwie auch über Funkwegen geht oder ich habe keine Ahnung. Oh, was hier passiert? Unfall? Einbruch? Dealer? Keine Ahnung. Genau, hier der Kollege hinter mir. Fährt auch noch nicht so lange, glaube ich, Moped oder so, wie ich da verstanden habe. Aber gefällt mir auch, dass er da auch selber schraubt und auch die alten Schinken so wieder mit aufbaut. Und so hat er so eine Virago 1100er jetzt. Hat sich jetzt aber noch eine ältere geholt von 86, eine 1000er. Auch so mit USA-Verzierung, also Modell, was wohl auch für Amerika gebaut wurde. Und der macht die sich jetzt fit. So gut er kann. Und Leute, sowas feiere ich ja richtig. Ne? Wenn einfach jemand kauft das, hat Bock darauf, das auszuprobieren und guckt, entweder funktioniert es oder funktioniert halt nicht. Aber das weiß man erst dann, wenn man es ausprobiert hat. So wächst man dann seine,
so mit seinen Aufgaben, ja, wie soll man sagen, man wächst dann halt einfach dadurch, wenn man die Dinge ausprobiert. So habe ich das ja auch gemacht. Habe ja auch nicht von heute auf morgen. Und ich weiß ja auch nicht alle. Ach, ich weiß gar nichts eigentlich, Leute. Was erzähle ich euch da? Aber wie gesagt, ich probiere halt jeden Scheiß hier selber aus. Boah, jetzt wird es richtig episch, der Sonnenuntergang. Schade, dass wir den gleich nur noch im Rückspiegel haben. Ich habe jetzt auch schon wieder mitgekriegt, wie in diversen Gruppen, wo nur Harley-Fahrer unter sich sind, über andere herziehen, über andere Motorräder und was weiß ich nicht alles. Und das ist das, was ich im letzten oder einer der letzten Videos, wo ich auch die Heidi vorgestellt habe, meine BMW, gesagt habe, dass auch bei Harley-Fahrern nicht alles rosig ist. Wird ja so eine Ausnahme dargestellt, boah, Harleys untereinander und Harley und sind ja alles Bikers, eine Community am Arsch. Jeder ist sich nur selbst am nächsten. Gerade die ganzen Instagram-Leute. Da, wo du Klicks abgreifen kannst, da bin ich dann da, da ist er dann dabei oder wie auch immer. Das ist auch alles nur mehr Schein als Sein. Du hast ein paar gute Leute dabei, davon kenne ich auch ein paar, aber der Rest drumherum sind nur im Lästern gut und das war's. Also, diesen ganzen Instagram-Hype und so, darauf braucht ihr euch gar nichts einbilden. Da bringt ihr im echten Leben gar nichts. Eure ganzen Internet-Eier da draußen. Naja, was soll ich sagen, ne? Es gibt nicht mehr viele echte, die gerade raussprechen hier. Es gibt nur noch welche, die ja, um den heißen Brei rumreden. Nur noch für den eigenen Profit. Für Klicks und was weiß ich nicht alles. Und kennt ihr noch den YouTuber Streu? Der hat damals angefangen, als ich auch angefangen habe. Hat aber nach recht kurzer Zeit aufgehört, Videos zu machen. Einfach aus genau diesem Grund. Ich sage euch einfach, es waren mehrere Gründe, aber das ist ein ganz großer Punkt. Also wir haben auch heute noch Kontakt, weil wir auch beide aus der Motorradclub-Szene kommen. Der hat das auch schnell erkannt, dass da nur viel Falsches im Internet rumläuft. Auch bei Kommentaren oder dem, was die Leute so erzählen und auch auf Instagram und so. Der hatte da ganz schnell gar keinen Bock mehr drauf. Irgendwie hat ihn das so demotiviert, mit Videos aufzuhören, dass er einfach nichts mehr gemacht hat, weil ich schade fand. Ich fand, er hat seine Sache da richtig gut gemacht. Und ich glaube, wenn der so durchgezogen hätte wie ich, und ich habe ja nicht viel erreicht, ich habe jetzt 1600 Abonnenten, also da kann ich mir auch nichts drauf einbilden. Ja, ich bin so ein Kleiner mit Hut, ohne Eichel noch dabei. aber ich habe meine kleine Community oder Fanbase oder wie man das nennt, und die wächst langsam und wenn sie nicht wächst, ist auch okay, ich habe ja die Leute, die gucken und das eine oder andere Video kommt gut an, das andere kommt dann mal wieder nicht an und dann hast du mal wieder nur 100 Klicks, dann hast du mal wieder 1000 Klicks, dann hast du manchmal 5000 Klicks, ja, das ist manchmal so, das wäre dann eigentlich auch egal so. Natürlich bin ich auch einer, der sich dann freut, oh, das Video kam jetzt gut an, wie zum Beispiel jetzt mit der BMW, das, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so richtig gut ankam irgendwie und die Klicks steigen. Für meine Verhältnisse. Jemand anders, wie wenn Kohlmoto sich jetzt meine Klickzahl angucken würde, würde sagen, ja, geh mal wieder den Hofkern, weißt du? keine Ahnung so. Aber ich bin da so schon stolz und immer noch motiviert, den Scheiß hier weiterzumachen. Mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ich war ja ganz gemütlich. Eigentlich wollte ich ja mit dem Kollegen da hinten quatschen. Jetzt müsst ihr herhalten und euch meinen Scheiß anhören. Also ich würde die Harley auf gar keinen Fall mehr missen wollen und auch wenn ich weiß, es gibt gewissen Fahrstil, den ich auch gerne fahre, was die Harley absolut nicht kann. Ich bin jetzt immer zur Arbeit Abwechslung gefahren, einmal mit der Harley, einmal mit dem BMW und wieder hier und also immer umgekehrt und ich mag beides. Ich mag das hier mit der Harley, wirklich nur das Gas einmal so zu streicheln und ganz gemütlich hinzublubbern. Manchmal natürlich auch Gas zu geben, um ein bisschen noch Poll zu machen, aber ich meine dieses gemütliche fahren und du weißt, das entschleunigt eigentlich eher als zu beschleunigen und ist komplett phänomenal. Und andersrum, einen Tag später auf der BMW, der Reisepisskoffer, der unendlich an Kurvenfreiheit hat, da kann ich das Ding um die Ecke schmeißen und wahrscheinlich sogar Nürburgring fahren mit, sozusagen. Und ja, hat beides seinen Reiz und finde ich beides total geil zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Ich mag die BMW auch immer mehr,
als ich mir das eingestehen möchte. Aber ich glaube, das merkt ihr auch. ja. Aber mein Herz ist auf jeden Fall, schlägt auf jeden Fall voll für Harley. Der Klang, der Spirit, den die Amerikaner da aufgebaut haben, das ist einfach unübertreffbar. Egal wie gut andere Motorräder sind. Jetzt nicht, ich will die Marke und auch das Ding Harley jetzt nicht hier unnötig in den Himmel loben, denn qualitativ wissen wir alle, jeder der Harley fährt, dass jede andere Marke auf der Welt es besser macht, qualitativ. Aber trotzdem lieben wir diesen Scheiß und den liebe ich auch. Und ich glaube ganz, also ohne Harley, nee. Dann lieber ein Zweitmotorrad dabei, so wie es jetzt aktuell ist. Ich weiß noch früher, ich habe ja meine Z damals abgegeben. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht sagen, das bereue ich jetzt zum Beispiel mit der Z. Aber so manchmal denke ich mir dann, da war jetzt noch so ein paar Momente noch vor der BMW, so als Zweitmotorrad, was könntest du machen? Machst du wieder ein Projektbike oder holst du dir was für die Kurven zu ballern und mal wieder so ein bisschen zügiger unterwegs zu sein? Und dann kam auch manchmal so, ja, hättest du vielleicht mal noch die Z jetzt so, ne? Wäre gar nicht mal so verkehrt. Aber die ist halt nicht so reisetauglich jetzt, wie das die BMW der Fall ist. Gut, die BMW, das war jetzt ein Zufall und ein Glücksgriff. Ich hatte ja gar nicht explizit nach so einem Ding gesucht, denn schön finde ich das Ding immer noch nicht. Aber vom Fahren her mega, mega geil. Ist sehr zügig unterwegs, auch sehr, wie bei Harley, sehr direkt von unten rum. Also ich glaube, die mag nicht so die hohen Drehzahlen, habe ich so das Gefühl. Ja, genau. Also wie gesagt, will ich gar nicht mehr missen, auch jetzt gerade die BMW aktuell nicht. Weil der Kontrast könnte größer gar nicht sein. Also vom Fahrverhalten her und von dem, was die Harley kann. Ja, irgendwie habe ich habe einfach so ein bisschen rauserzählt jetzt hier und einfach mal so ein Sonnenuntergang-Gelaber auf der Harley mal wieder. Und das war's. Hier wird es schon düster. Gut, ich habe Sonnenbrille auf. Also ja, ich denke mal, wir halten jetzt gleich noch einen Xanten an. Weiß ich nicht, vielleicht trinken wir uns da noch eine Coke oder so, ein bisschen quatschen. Leute, haut rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Meistens, ja, wir haben jetzt Freitag und dieses Video wird ja auch wahrscheinlich an einem Freitag online kommen. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit mit Freunden, Familie und ja, haut rein, Leute. Also einen Nachtrag noch. Ich glaube, ich weiß, warum heute so ein schöner Sonnenuntergang ist. Und warum ich das Privileg habe, heute hier den Sonnenuntergang genießen zu können. Das ist bestimmt eine Nachricht von meiner Nichte da oben. Die hat heute nämlich ihren Todestag. Ich danke dir. So, jetzt aber.